IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Wenn du an Meditieren denkst, hast du dann gleich Bilder im Kopf? Vielleicht von hypergelenkigen Menschen im Schneidersitz, die stundenlang so bewegungslos ausharren können, ohne zwischendurch mal die Beine zu strecken? Bewundernswert. Ich habe es auch mal ausprobiert und fand es ganz schön anstrengend. Aber ganz ehrlich, meditieren kannst du auch komplett anders. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten. Darüber erzählt uns diesmal Angela Smith mehr. Sie ist seit 8 Jahren bei Gesundheit aktiv. Sie ist YouHealth Trainerin. Was genau das ist, wird sie uns auch erklären. Und sie meditiert total gerne. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Angela, ich freue mich, dass es klappt. Wir treffen uns online, wie ja nahezu immer in diesen Zeiten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke schön. Hallo. Sag mal Angela, meditierst du häufiger online? Ja, seit einem Jahr, seit der Corona-Krise läuft natürlich ein Großteil unserer Arbeit jetzt auch online. Ja, wir haben auch bei YouHealth online Seminare angeboten und da leiten wir auch Meditationen online an. Ja, und auch ich im Privaten habe diese Online-Angebote, die jetzt überall zu finden sind, sei es für Yoga, für Meditation, für alle möglichen Themen, habe ich auch für mich genutzt, um neue Methoden kennenzulernen, um neue Anregungen zu bekommen. Ja. Jetzt hast du ja gerade schon YouHealth angesprochen. Kannst du allen, die es vielleicht noch nicht kennen, einmal erklären, was ist YouHealth? Was machst du da? Ja, YouHealth ist ein Gesundheitscoaching, das wir bei Gesundheit aktiv entwickelt haben. Wir wenden uns damit momentan hauptsächlich an Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch mit anderen gesundheitlichen Beschwerden. Und wir wollen ihnen dabei helfen, wieder zu ihren gesunden Anteilen zu finden und diese gesunden Anteile in ihnen zu stärken. Genau, es geht dabei eigentlich darum, wieder Gestalter der eigenen Gesundheit zu werden, auch mit einer chronischen Erkrankung oder mit anderen gesundheitlichen Beschwerden. Und dabei spielt ja auch Meditation eine große Rolle. Du liebst auch für dich die Meditation, praktizierst sie häufig. Wie meditierst du denn? Hast du diesen typischen Schneidersitz oder Yogasitz und dann ganz unbewegt sitzen? Oder wie meditierst du? Ja, unter anderem auch. Ich habe mir tatsächlich mein Meditationskissen genäht, weil das für mich etwas Besonderes und etwas Persönliches ist. Und ich finde auf diesem Kissen eine bequeme Haltung für mich. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt ein Meditationskissen braucht, um zu meditieren. Es gibt diese sitzende Haltung bei der Meditation, die auch auf einem Stuhl oder auf einem Bänkchen sein kann. Aber das ist nur eine Form, eine Art der Meditation. Es gibt auch ganz andere Arten der Meditation, auch in der Bewegung. Ich praktiziere zum Beispiel auch Yoga und wenn man besonders aufmerksam in die Positionen geht, kann das auch eine Form der Meditation sein. Angela, du sagtest gerade Meditation in Bewegung. Da fällt mir eben auch ein, ich habe schon mal so eine Gehmeditation gemacht, also so ein ganz bewusstes, achtsames Gehen, Abrollen, Fühlen, was da so passiert. Das fand ich wiederum für mich persönlich viel angenehmer als dieses Sitzen. Ja, ich glaube, jede muss ja für sich auch den Weg finden, der passt, ganz individuell. Meditation ist ja im Grunde genommen ein auf etwas gerichtet sein. Es gibt ja einmal die Meditation, die mehr die Achtsamkeit in den Mittelpunkt steht. Und die Achtsamkeit kann sowohl auf innere Vorgänge gerichtet sein, sei es jetzt wie zum Beispiel beim MBSR, der Bodyscan oder auch die Atemmeditation, in der ich ganz stark auch beobachte, was in mir selbst vorgeht. Es kann aber auch angerichtet sein auf etwas Äußeres.
Und jetzt diese Gehmeditation sehe ich auch als eine Kombination auch von innen und außen. In dem Moment, wo ich mich bewege, passiert ja etwas im Außen. Ich stelle diese Verbindung her zwischen dem, was außen passiert und was ich auch in mir selbst dabei wahrnehme. Und auch diese Außengerichtetheit kann auch nochmal in der Gehmeditation, ist es ja dieses Hin und Her, aber es kann auch auf einen äußeren Gegenstand eine Richtung der Aufmerksamkeit sein. Als Beispiel, ich war gestern im Wald und gerade wenn man draußen in der Natur ist, entdeckt man ja auch, wenn man aufmerksam ist, ganz wunderbare Dinge im Kleinen. Das heißt, dass man ein Blatt oder eine Blüte mal ganz aufmerksam anschaut, vielleicht daran riecht, sie ertastet. Das ist auch eine Art der Meditation. Also so ein richtig schöner, intensiver Waldspaziergang könnte quasi auch Meditation sein. Jetzt frage ich mich gerade, es fiel auch gerade schon mal dieses Wort Achtsamkeit. Angela, gibt es da eine Abgrenzung oder ist das eher so eine Überlappung zwischen Meditation und Achtsamkeit? Ja, es gibt schon eine Abgrenzung zwischen Achtsamkeit und Meditation, aber ich würde auch sagen, es gibt auch so diese Kombination, es gibt auch Überlappendes. Also diese Achtsamkeit ist ja auch einerseits eine Achtsamkeitsmeditation, was bestimmte Übungen beinhaltet, wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel der Bodyscan. Aber die Achtsamkeit... Dürfen wir da nochmal ganz kurz erklären, für alle, die den Bodyscan nicht kennen. Ja. Da gehe ich so ganz achtsam, du kannst es bestimmt noch besser erklären, ganz achtsam durch meinen Körper und nehme wirklich quasi jeden Quadratzentimeter, auch die Zwischenräume zwischen Fingern und Zehen, alles so bewusst wahr. Ne? Was sehr, sehr angenehm und finde ich auch sehr beruhigend wirkt. Ja, beruhigend, entspannend, ja. Aber es fördert eben auch diese Fähigkeit der Selbstbeobachtung, dass man so eine gewisse Distanz auch von sich selbst nimmt, um sich nochmal auf eine ganz andere Art wahrzunehmen. Aber gerade diese Achtsamkeit, ganz unabhängig von den Übungen, die es gibt, ist auch eine Art Haltung. Also ich kann auch Achtsamkeit praktizieren, während ich spüle oder während ich mit jemandem spreche. Es ist dieses achtsam im Hier und Jetzt sein und eigentlich ganz im Moment das wahrnehmen, was um mich herum geschieht, was in mir selbst geschieht. Also dieses ganz starke im Hier und Jetzt Leben, Sein, verankert sein. Genau, genau. Und Meditation ist dann mehr das nach innen schauen oder nach außen schauen und fokussieren? Ja, das ist mehr dieses starke Gerichtetsein. Diese Fokussierung kann auf etwas Inneres sein, es kann aber auch auf einen Gedanken sein, auf einen Gegenstand, auf die Wolken am Himmel. Ja, zum Beispiel, genau. Oder auch eine Kerze, ne? Genau. Welche Art der Meditation praktizierst du denn am liebsten, Angela? Ich praktiziere am liebsten Yoga, wobei ich das eher körperlich praktiziere und verbinde das gerne auch mit einer Meditation auf meinem Kissen, wo es mehr auch so um diese Beobachtung der inneren Eindrücke geht. Aber nicht nur. Also ich bin sehr gerne draußen in der Natur und erinnere mich dabei auch gerne immer wieder dran, mal kurz innezuhalten und wahrzunehmen, wo ich eigentlich gerade bin, was ich hier eigentlich gerade erlebe. Denn ja, nur zu oft wandert man ja durch den Wald über eine Wiese und ist in Gedanken verloren und sieht überhaupt nicht, was um einen herum geschieht. Es gibt ja ein Buch, damit habe ich mich mal beschäftigt, Bodyfy Your Life von dem britischen Autor, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, Rohan Gnatilake. Und der hat zum Beispiel geschrieben, dass er auch durchaus in der U-Bahn meditiert. Also dass man eben gar nicht so sich einen bestimmten ruhigen Raum oder das Meditationsbänkchen oder was auch immer suchen muss, sondern dass das eben auch an jedem Ort zu jeder Zeit geht, wenn man möchte. Würdest du sagen, dem stimmst du zu oder sagst du eher, finde ich schwierig? Ja, ich würde dem bedingt zustimmen. Ich frage mich so ein bisschen da selbst, darauf habe ich noch keine Antwort, dazu bin ich auch nicht Expertin genug. Ab wann reden wir hier von Achtsamkeit und ab wann ist es Meditation?
ich kann und ich würde das auch sehr empfehlen, wir empfehlen das auch bei YouHealth, auch an meinem Schreibtisch mal kurz 10 Sekunden innehalten und mich daran erinnern, wie sitze ich eigentlich gerade, meinen Atem beobachten und da wieder ein Gespür für meine eigene Situation und für mein eigenes Empfinden bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das sofort als Meditation bezeichnen würde. Manches ist vielleicht ja auch in Richtung Trance dann schon, ne? Wenn ich zum Beispiel so in der Bahn sitze und so in mir versinke. Und das kann vielleicht ja auch wie so eine kleine Mini-Trance sein. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mich auf einfach nur den Geräuschen, dass ich mich darauf konzentriere und da einfach nur zuhöre. Und ich könnte mir auch vorstellen, bei einer Zugfahrt, wenn immer dieses monotone Geräusch von dok, 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 dok kommt, dass mich das auch in einen Trancezustand versetzen könnte. Ja, sicherlich auch nochmal entspannt, aber wir reden ja über die Meditation. Was bringt das Meditieren? Viele schwärmen ja und sagen, ich mache das jeden Morgen und bringt mich zu mir selber. Wie würdest du das so einschätzen? Ja, zuallererst hilft es mal zu entschleunigen, um im Hier und Jetzt anzukommen und ja innerlich ruhig zu werden. Das ist eine Sache, aber es ist natürlich regelmäßig praktiziert wird, hat es auch erwiesenermaßen viele gesundheitliche positive Auswirkungen. Also es gibt ja da mittlerweile viele Studien dazu, dass es auch bei chronischen Erkrankungen helfen kann, dass es bei Schmerzpatienten helfen kann, besser mit ihren Schmerzen umzugehen. Es können sogar, also man hat ja mittlerweile auch herausgefunden, dass Veränderungen im Gehirn erzeugt werden können. Also insgesamt ist es auch einfach für die Gesundheitsförderung sehr von Nutzen. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, oh, ich bin irgendwie zu unruhig dafür, ich kriege das gar nicht hin? Also jemand, der gerne möchte, aber seine eigene innere Unruhe noch merkt, die ihn davon abhält. Ich war vor vielen Jahren mal auf einem Yoga-Kongress und es war sehr interessant, eine Dame, die auch seit vielen Jahren Yoga praktizierte, hatte damals gesagt, wenn ich zum Beispiel in einer Krise stecke oder innerlich furchtbar unruhig bin, macht es überhaupt keinen Sinn, mich auf mein Meditationskissen zu setzen. Ein Anfang ist erstmal die Aktivität. Und so kann ich mir das auch in dem Moment vorstellen. Wenn ich zu unruhig bin, ist es wahrscheinlich empfehlenswerter zu sagen, vielleicht tut ein Spaziergang jetzt viel besser, ist viel sinnvoller, als sich jetzt auf ein Meditationskissen zu setzen und sich sozusagen zu quälen. Das soll es ja nicht sein. Okay, also dann vielleicht durchaus diese Art der Gehmeditation, einen Waldspaziergang ganz bewusst zu machen, wahrzunehmen, was ich dort sehe. Gibt es eine Zeit, die für Meditation, also eine Tageszeit, die für Meditation ganz besonders geeignet ist? Ich selbst sehe das als eine ganz individuelle Angelegenheit. Das muss jeder für sich herausfinden, was die beste Zeit ist. Es heißt ja oft, dass der Morgen die beste Zeit ist, dass es ein wunderbarer Start in den Tag ist. Aber für Menschen, die jetzt wirklich Schwierigkeiten damit haben, morgens noch früher aufzustehen und das nur eine Qual ist, würde ich wirklich empfehlen, da eine andere Uhrzeit für sich zu suchen. Also auch da einfach mal ausprobieren. Genau. Zum Schluss würde ich dich gerne noch mal fragen, Angela, wie lange sollte jemand eigentlich meditieren? Gibt es da so eine Faustregel? Ja, auch hier würde ich wieder sehr stark auf die Selbstbestimmung vertrauen. Zu Beginn ist es sicher kontraproduktiv zu sagen, man sollte mindestens eine halbe Stunde am Tag meditieren, denn spätestens nach einer Woche steigen die meisten da wahrscheinlich wieder aus. Am besten ist es, klein anzufangen mit 3 bis 5 Minuten am Tag. Das ist schon eine große Herausforderung, das kontinuierlich beizubehalten. Und dann kann man es langsam steigern. Und wenn eine halbe Stunde am Tag ist, natürlich wundervoll, wenn man das schafft. Also ich merke auch, du sagst 3 Minuten so am Tag. Es ist besser, täglich einmal kurz, als zu sagen, einmal im Monat versuche ich eine Stunde zu meditieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil Kontinuität ist ja das, was
am Ende tatsächlich die Veränderung bewirkt. Und wenn wir jetzt nochmal den Tipp nehmen, so zum Schluss, für jemanden, der bisher noch nicht so den Zugang hat zur Meditation, der sollte also quasi in sich reinspüren, bin ich jetzt eher unruhig oder habe ich schon die innere Ruhe? Und wenn er noch unruhig ist, dann lieber das Ganze im Gehen machen, habe ich so dich verstanden, ne? Zum Beispiel mit einem Waldspaziergang zu verbinden. Also mein Tipp wäre, wenn mich die Meditation interessiert und ich damit in Berührung kommen möchte, dann einfach mal das ausprobieren, was in meinen Tagesablauf am besten passt. In meinem Fall zum Beispiel, ich lebe in Berlin. Ich kann jetzt nicht jeden Morgen raus in den Wald, was wunderschön wäre. Aber für mich ist es am einfachsten, wenn ich mir 10 Minuten vielleicht nach dem Aufstehen oder auch vor dem ins Bett gehen Zeit nehme, mir einen ruhigen Ort einrichte und mich dort niederlasse und zum Beispiel den Atem beobachte einfach mal. Oder auch, wenn ich merke, das ist noch zu schwierig, vielleicht kann ich auch mit einem Gegenstand beginnen und diesen mal ganz genau zu untersuchen. Und wenn ich dann aber merke, ich bin viel zu unruhig, ich schaffe das überhaupt nicht, dann kann ich schauen, was funktioniert denn besser für mich. Also was ich auch immer sehr, sehr gerne mache, ich trinke ja immer morgens so einen großen Pott warmes Wasser, manchmal mit ein bisschen Aloe Vera Saft dazu. Und dann nehme ich mir so richtig Zeit für mich und check quasi dabei erstmal so richtig bei mir ein und beobachte so ganz intensiv dieses warme Wasser, wie das so die Kehle runterrinnt und ja, wie gut es mir tut und das warme in meiner Hand, also der warme Becher in meiner Hand. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr angenehm. Würdest du jetzt sagen, das ist eher die Achtsamkeit oder schon so eine Mini-Meditation? Es ist natürlich ein achtsames Wassertrinken. Aber ich würde das schon auch als eine Mini-Meditation bezeichnen. Ja. Ja, also mir geht es jedenfalls gut damit. Okay. Danke, Angela, für dieses Gespräch und für die vielen Infos rund um die Meditation. Und ich danke dir fürs Zuhören. Vielleicht hast du ja jetzt auch schon Lust bekommen, einfach mal eine Meditation auszuprobieren. Du kannst auch gerne mal bei uns in die Playlist schauen. Da findest du auch eine Meditationsübung zum Mitmachen. Bis bald. Wir hören uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.